Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder einen Unhaul. Ich habe mein Bücherregal ausgemistet und habe ein paar Bücher gefunden, die ich nicht mehr lesen möchte, weil ich sie A schon gelesen habe und sie mir nicht so gut gefallen haben oder ich sie gar nicht erst gelesen habe. Ja, das kommt leider manchmal vor, dass man sich ein Buch kauft und es gefällt einem im Nachhinein doch nicht und es steht nur im Regal rum und mehr passiert damit nicht. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Buch an. Das habe ich damals aus einem, ich glaube, Buchwanderpaket, so kann man es nennen, herausgenommen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Irgendjemand startet ein großes Paket, packt da ganz viele Bücher rein, die er oder sie nicht mehr möchte und schickt die dann zu einem anderen Mitglied der Gruppe quasi. Da wird am Anfang so eine Liste gemacht, wer wann das Paket bekommt und welche Reihenfolge und blablablub. Und dann kannst du dir aus dieser Kiste, wenn sie bei dir ankommt, Bücher rausnehmen und musst dann im Umkehrschluss genauso viele wieder reintun. Ich finde sowas ja immer mega spannend. Damals waren auch Bookmerch-Artikel drin und wenn du halt ein Bookmerch rausgenommen hast, musstest halt was anderes reinmachen. Wenn du eine Kerze rausgenommen hast, musstest du halt zwei Lesezeichen dafür reinlegen oder so. So ungefähr funktioniert das. Auf jeden Fall habe ich mir da ein Buch rausgenommen, zu dem ich ansatzweise, würde ich sagen, den Film gesehen habe. Es ist nicht ganz das Buch zum Film, aber ich werde euch jetzt zeigen, welches es ist und warum ich da so rumdruckse. Es ist nämlich Einfach Freunde. Das ist das Buch zum Film Einfach Beste Freunde. Ne, Ziemlich Beste Freunde, so heißt der Film. Ja, ich dachte zuerst, es ist eins zu eins das Buch zum Film, aber ist es nicht, denn der Pfleger Driss ist basierend auf einem echten Menschen im realen Leben und genau dieser, Abdel Zellou heißt er, erzählt von seinem Leben und ja, hier steht es auch, die wahre Geschichte des Pflegers Driss. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe es mir damals halt rausgenommen, es war nicht das einzige, das ich genommen habe. Und dadurch, dass es halt mega viele Leserillen hat, stand es auch nie hier in meinem Hauptbücherregal, sondern drüben im Schlafzimmer bei den Büchern, die entweder optisch nicht so schön sind oder aus dem Raster fallen von der Größe oder. Ja, und jetzt bin ich die Woche mal ein bisschen durchgegangen. Ich bin ja hier so ein bisschen am Minimalisieren. Das ist ein Lebensprojekt, ich sag's euch. Ja, und hab gedacht, komm, du hast es jetzt 2 oder 3 Jahre nicht gelesen. Du wirst es auch nicht mehr lesen und deshalb darf's jetzt ausziehen. Ich würde euch ja noch den Klappentext vorlesen, aber der ist jetzt nicht sonderlich aufschlussreich und erzählt nicht mehr als das, was ich euch jetzt sowieso schon gesagt habe. Bleiben wir vielleicht gerade bei Verfilmungen. Ich hatte das Buch, glaube ich, schon mal aussortiert und habe es dann aber wieder einsortiert, weil ich mich irgendwie emotional doch noch nicht davon lösen konnte. Ich spreche nämlich von Jojo Moyes, Ein ganzes halbes Jahr. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal bei einem Aussortiervideo in die Kamera gehalten. Aber aktuell hat mich halt, wie gesagt, nochmal der Rappel gepackt und ich sortiere es jetzt aus und bringe es heute Mittag auch direkt zum Bücherbaum. Dann ist es weg und dann hoffe ich, dass sich irgendjemand anderes ganz, ganz schnell das Buch holt, bevor ich doch nochmal hinfahre und es doch wieder rausnehme. Ja, ihr wisst, das Buch oder das Buch, das war für mich einfach sehr, sehr emotional, sehr, sehr ergreifend und es ist einfach eine Herzensgeschichte von mir, aber ich möchte mir die Hardcover dazu kaufen und nicht das Buch zum Film, auch wenn da super, super schöne Bilder drin sind. Wo sind es denn? Sind halt Bilder zum Film auch mit drin. Und ich kann das jetzt auch so knicken, weil das eh schon super viele Leserinnen hat. Das habe ich schon gebraucht, gekauft damals und deshalb hat es mir auch nichts ausgemacht, dass da Leserinnen drin sind, weil ich es ungefähr schon 85 Mal gelesen habe. Aber jetzt wird es final ausziehen und jemand anderes glücklich machen. Und ich erzähle euch dreien, die nicht wissen, um was es geht, weil ich denke, die Geschichte kennt einfach jeder irgendwie oder hat zumindest schon mal davon gehört.
Aber euch drei Menschen da draußen erzähle ich nochmal, um was es geht. Lou und Will. Luisa Clark weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie fällt. Will Traynor weiß, dass es nie wieder so sein wird wie vor seinem Unfall. Und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Eine Liebesgeschichte anders als alles andere. Die Liebesgeschichte von Lou und Will. Ist einfach so schön. Und gerade weil Emilia Clarke die Rolle spielt, war es für mich nochmal ein viel, 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 viel größeres Highlight, den Film zu sehen, nachdem ich das Buch schon seit Jahren geliebt habe. Weil ich Emilia Clarke einfach super, super toll finde. Das ist eine der tollsten Frauen, die aktuell auf der Leinwand oder in Serien zu sehen sind. Das nächste Buch stand tatsächlich auch jetzt mindestens schon seit 2 Jahren in meinem Regal und ich habe es nicht gelesen. Ich habe es jetzt einfach von meinem Sub runtergeworfen und es ist krachneu. Ich habe es zwar als Mängelexemplar damals gekauft, aber es ist komplett ungelesen und ich werde es jetzt vielleicht auch mal in die Lux-Gruppe bei Facebook reinstellen, weil ja, da sind ja alle Lux-Anhänger vertreten und irgendeiner wird sich bestimmt dem Bourbon King annehmen. Ja, das Buch habe ich, wie gesagt, als Mängelexemplar bestellt. Ich glaube damals bei Avell. Und seitdem steht es hier und ich kann euch noch nicht mal sagen, warum ich es noch nicht gelesen habe und warum es mich nicht mehr interessiert, aber kennt ihr das, wenn man einfach ein Buch anguckt und denkt sich, nö, mag ich nicht, obwohl man den Klappentext nicht gelesen hat und weil man total oberflächlich sich nur das Cover angeguckt hat. Aber zu dem Buch zieht mich wirklich rein gar nichts aktuell. Und bevor es jetzt noch 2 Jahre hier im Regal steht, fliegt es jetzt einfach. Ist jetzt so. Und ich erzähle euch, um was es geht. Hier ist der Klappentext tatsächlich vorne drin. Seit Generationen geben die Bradfords in Kentucky den Ton an. Der Handel mit Bourbon hat der Familie großen Reichtum und hohes Ansehen eingebracht. Doch als Tulane, der verlorene Sohn und Erbe des Imperiums, nach 2 Jahren des selbstauferlegten Exils auf das Familienanwesen Easterly zurückkehrt, droht die glänzende Fassade zu zerbrechen. Ich kann euch echt nicht lesen. Geplatzte Träume und die unerfüllte Liebe zu den Angestellten Lissy King hatte ihn damals in die Flucht getrieben. Jetzt ist Lane wieder da und mit ihm die Vergangenheit. Seine Rückkehr wird an niemanden spurlos vorbeigehen. Nicht an Lizzie, die ihr Herz um jeden Preis schützen will. Nicht an Lanes schöner und eiskalter Ehefrau oder seinem älteren Bruder, dessen Zorn und Verbitterung keine Grenzen kennt. Und schon gar nicht an dem strengen Bradford-Patriarchen, einem Mann mit wenig Moral, noch weniger Skrupeln und vielen dunklen Geheimnissen. Während die Spannungen in der Familie wachsen, wird klar, dass sich das Leben auf Easterly für immer verändern wird. Klingt zwar total spannend, jetzt wo ich es nochmal lese, aber ich sortiere es jetzt trotzdem aus. Kommen wir zum nächsten Buch, das heute Mittag zum Bücherbaum wandern wird. Das wäre Als wir tanzen lernten von Nicola Yoon oder Yoon, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das Buch war auch ein Rezensionsexemplar, deshalb kommt es zum Bücherbaum. Das handhabe ich ja meistens so und die Geschichte hat mir auch super gut gefallen. Ich fand sie richtig niedlich, es ist halt eher so Young Adult Romance, erste Liebe und so. Bisschen was für die jüngere Generation, bisschen kindlicher, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Geschichte ist einfach auch zu süß, um hier in meinem Regal zu versauern. Ich möchte dem Buch einfach eine Chance geben, dass es jemanden anderes glücklich macht. Und erzähle euch jetzt auch mal, um was es dabei geht. Evie glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht. Sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen. Evie versucht noch, mit dieser seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie bei einem Tanzkurs auf Ex trifft, der alles verkörpert, was Evie ablehnt. Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Leidenschaft. Evie will sich auf keinen Fall in Ex verlieben. Denn schließlich enden alle Liebesgeschichten tragisch. Doch je länger sie mit Ex tanzt, desto mehr stellt Evie in Frage, was sie über das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Darf jetzt ausziehen. Das nächste Buch wird dem ein oder anderen gerade noch frisch im Gedächtnis sein. Ich habe nämlich in meinem Lesemonat darüber gesprochen,
Magical Lights, die Lichter der Hüter, Band 1. Habe ich ja jetzt im August gelesen und ja, es konnte mich leider nicht überzeugen. Es ist auch ein Resi-Exemplar, deshalb geht's in den Bücherbaum. Ja, es war für mich halt auch ein bisschen zu kindisch, es war für mich ein bisschen zu vorhersehbar. Die Geschichte hat mich einfach nicht packen können. Ich wusste eigentlich schon von den ersten Seiten an, um was es geht. Und ja, auch das Zwischenmenschliche hat mich ja extrem gestört. Also wer sich meine Meinung dazu anhören möchte, kann gerne da oben mal drauf drücken. Da verlinke ich euch den Lesemonat einfach. Ja. Ich würde euch aber noch erzählen, um was es in dem Buch geht, anhand des Klapptextes. Vielleicht ist es ja trotzdem für den ein oder anderen interessant. Ich würde es halt eher dem jüngeren Publikum auch empfehlen. Eine unendliche Schwärze umgab mich. Wie in jeder Nacht fiel ich hinein in die Dunkelheit, die in ihrer Undurchdringbarkeit den Tod für jedes Licht bedeutete. Eine Dunkelheit, die mir in ihrer Unergründlichkeit jegliches Glück und jegliche Erinnerung an mein Sein nahm. Ein unerwarteter Umzug, eine neue Schule, als die 17-jährige Elena mitten im Schuljahr mit ihrer Mutter in das geerbte Haus der verstorbenen Großmutter zieht, ist sie alles andere als begeistert. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Schulwechsel nicht so ist wie die zahlreichen anderen davor. Drei außergewöhnliche Mitschülerinnen nehmen die ewige Außenseiterin in ihren Freundeskreis auf und die Bekanntschaft mit dem attraktiven Gell lässt ihr Herz direkt am ersten Schultag höher schlagen. Ganz im Gegenteil zu dem mysteriösen und unfreundlichen Lucien. Doch auch ihm kommt Elena gefährlich nahe, jedoch nur in ihren Träumen von der goldenen Stadt. Schon bald beginnt eine Reihe merkwürdiger und gefährlicher Ereignisse, die Elenas ganz normalen Teenager-Alltag gründlich auf den Kopf stellen. An ihrem 18. Geburtstag stürzt Elena Hals über Kopf in ein Abenteuer, das nur den Wundern einer magischen Welt entspringen kann. Klingt total schön, aber in der Umsetzung leider so semi. Last but not least habe ich jetzt noch ein Buch für euch, das damals als extra Rezensionsexemplar gedruckt wurde. Der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich hin und wieder für den Federherz Verlag damals geblockt habe. Habe halt meistens ihre New Adult Geschichten herausgepickt, weil ich eben ein New Adult Fan bin. Habe mich dann mit The Boys Band 1, Club der Sünden, zum ersten Mal so richtig in das Dark Romance Genre reingearbeitet. Und muss halt leider sagen, dass das nicht so ganz meins ist. Also, versteht mich nicht falsch, ne? Ich habe da nichts dagegen, wenn bei zwischenmenschlichen Dingen auch mal ein bisschen rabiater vorgegangen wird, sage ich jetzt einfach mal. Oh Gott, das Video wird wahrscheinlich direkt wieder entmonetarisiert. Ich versuche es so Ü18-freundlich wie möglich zu verpacken. Ja, ich habe da nichts dagegen. Um Gottes Willen. Aber ich habe manchmal beim Federherz Verlag so das Gefühl, da geht es nur um, ja, total verrückte Dinge, die ein normalsterblicher Mensch verachten würde. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Smoke. Da geht es ja wirklich drum, dass eine Frau entführt wird und mit ihrem Entführer zusammenlebt. Und der stellt halt Dinge an, da würde ich sagen, ich hasse dich abgrundtief, aber nicht, komm her und begatte mich. Also, keine Ahnung. Es ist einfach nicht mein Genre und es kann ja jedem gefallen, um Gottes Willen. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch sehr, sehr gut so. Aber auch bei The Boys, um auf den Punkt zu kommen, geht es halt um, ja, so eine verquere Geschichte, wo jeder normal denkende Mensch im Real Life, sag ich mal, sagen würde, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ich meine, Fiktion ist Fiktion, da kann man sich auch gerne ausprobieren, finde ich auch sehr gut. Aber ja, es ist halt, wie es ist. It is what it is. Und wie ihr seht, es ist halt ein extra gedrucktes Rezensionsexemplar, das damals auch in der Form auf einmal bei eBay Kleinanzeigen aufgetaucht wurde, wo ich mir denke, warum sind die Menschen so dumm? Man darf ja Rezensionsexemplare nicht verkaufen. Aber wenn man ein Rezensionsexemplar auf eBay Kleinanzeigen stellt, wo noch fett Rezensionsexemplar draufsteht, dann musst du doch auch an deinem gesunden Menschenverstand zweifeln, oder?
Ich erzähle euch auf jeden Fall jetzt mal, um was es geht. Die Reihe wird bei vielen nämlich sehr, sehr gerne vorgestellt und auch sehr gemocht. Vielleicht ist ja jemand von euch da draußen, der das Ganze feiert. Jared, niemand weiß, wer wir wirklich sind. Niemand ahnt, was wir tun. Am Tag könnte ich dein netter, attraktiver Nachbar sein, doch in der Nacht dein schlimmster Albtraum. Wenn ich in die Dunkelheit hinausgehe, wenn ich meinen Job erledige, kommt mir keiner zu nah, aber plötzlich bist du da und scherst dich dicht um das Ungeheuer in meiner Tiefe. Mila, ich bin vor dem einen Monster geflohen und wollte nie wieder einem begegnen. Ich habe alles dran gesetzt, dass mich keins findet oder mir je wieder zu nahe kommt. Wie aus dem Nichts ist da ein neues Monster, eines mit einem Engelsgesicht, und plötzlich habe ich Angst, dass alles, wofür ich gekämpft habe, umsonst gewesen ist. Bleibe ich standhaft, werde ich seinen Dämonen verfallen oder sind am Ende meine eigenen sogar noch größer? Ja, das ist der erste Band der The Boys-Reihe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, aber ja, meins war es einfach nicht. Ihr Lieben, das waren für diesen Monat alle Bücher, die ich aussortiert habe. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich es tatsächlich schaffe, jeden Monat wenigstens ein paar auszusortieren. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher bei euch zuletzt ausziehen durften. Das wird mich natürlich noch brennender interessieren als das, was bei euch einziehen durfte, tatsächlich. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, sage ich Peace and out. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!